Servus Leute, ich bin der Tabak und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Freut mich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt und heute gibt's mal wieder ein, wie ich finde, sehr informatives Video, denn ich werde euch am Anfang, wie ihr gerade im Hintergrund seht, die neuen Karten zeigen, die jetzt transferiert sind und zwar zum einen Vitolo, Wagner, Costa, Van Dijk und so weiter und so fort. Und danach werden wir uns die Once-to-Watch-Karten anschauen, die möglicherweise demnächst rauskommen werden und ich werde euch dann ein bisschen was erzählen zum Once-to-Watch-Investitionen. Denn in Kürze wird es eine Once-to-Watch-SBC geben, die bald rauskommen wird. Die Transferperiode endet am 31.01., zumindest in Deutschland, in Frankreich und in den europäischen Ländern in den meisten. Das heißt, dass bis dahin die meisten Transfers getätigt sind und somit wird es dann neue Karten geben. Und ihr seht, EA leakt nach und nach immer neue Spieler, die transferieren sie rüber, wie zum Beispiel Wagner. Und jetzt in den nächsten Tagen wird Coutinho wahrscheinlich auch seine Karte bei Barcelona bekommen, das wird richtig nice. Und er wird möglicherweise auch eine Once-to-Watch-Karte bekommen, ich denke mal zu 99% wird es eine davon geben. Und wir schauen uns das Ganze gleich an. Jetzt seht ihr gerade im Hintergrund das Once-to-Watch im letzten Jahr im Winter. Das sind die Spieler, die im Winter transferiert sind. Und vorab, Freunde, ich würde mich mega freuen, wenn wir mit diesem Video wieder 500 Daumen nach oben knacken würden. Wäre mega nice. Danke für euer Feedback im letzten Video. Wir haben wieder über 800 Daumen nach oben gerissen. Und gestern hatten wir sogar einen Stream angeschmissen. War mein erster Livestream auf YouTube. Hab das noch nie gemacht in meinem Leben. Hat richtig viel Spaß gemacht. Davon wird es in Zukunft mehr geben. Das heißt, ihr könnt mich gerne auch kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr wieder nichts. Die nächsten Tage werde ich natürlich auch wieder einen Stream anschmeißen, wo ich euch natürlich Tipps gebe, Trading-Videos und einfach neue Sachen raushau, Pack-Openings mache. Und ihr wart wirklich so zahlreich am Start. Wir hatten im Stream durchschnittlich die ganze Zeit 400 Zuschauer. Kurz fast mal 500, also mega krank, Jungs. Macht weiter so. Ich kann das noch gar nicht realisieren und wir haben die 30.000 Abonnenten geknackt. Also Jungs, danke dafür. Ihr seid wirklich die Besten, Mann. Ohne euch wäre das gar nichts. Und deswegen würde ich mich einfach an dieser Stelle bei euch bedanken. Wirklich danke. Und jetzt geht's rüber zu den Wintertransfers vom letzten Jahr. Ihr seht, da sind Spieler wie Draxler dabei gewesen. Der ist zu Paris gegangen. Letztes Jahr gab es nicht so heftige Wintertransfers, würde ich jetzt behaupten. Aber ihr seht zum Beispiel, ein Gabriel Jesus war übel viel wert. Und den konnte man einfach in einer SBC freischalten. Und dazu werden wir gleich kommen. Als erstes haben wir Piazza. Der ist ausgeliehen von Juventus an Schalke für ein halbes Jahr. Leihgebühr war zwischen 800 und 1 Million Euro. Ist auf jeden Fall eine richtig geile Verstärkung. Piazza ist einer meiner Lieblingsspieler. Ich sag's euch, ich liebe diesen Typen. Er wird die Bundesliga bereichern, ihr werdet sehen. Jetzt kennt ihn fast noch keiner, aber nach einem halben Jahr werden ihn die meisten in der Bundesliga kennenlernen. Er wird bestimmt die eine oder andere Informkarte bekommen. Dann haben wir Felipe Coutinho. Er ist zu Barcelona gewechselt von Liverpool. Circa 140, 160 Millionen Euro. Und er wird so eine heftige Verstärkung. Was ihr noch wissen müsst, die Once-to-Watch-Karten werden natürlich das Rating der Informs übernehmen, weil die Informs zählen natürlich immer zum Rating dazu. Das heißt, Felipe Coutinho hätte eine 87er Karte, keine 86er Karte. Und was noch sein kann bei Felipe Coutinho ist, dass er ein Winter-Upgrade bekommt. Das heißt, theoretisch wird Coutinhos Once-to-Watch-Karte bei Barcelona sogar auf 88 steigen. Wäre auf jeden Fall richtig interessant, den zu sehen. Wäre mega nice. Und was natürlich mega geil wäre, wenn sie ihm eine ZOM-Karte geben würden, hätte er sich auf jeden Fall verdient, denke ich mal, weil er spielt oft auf dem ZOM. Aber Barcelona könnte natürlich auch auf dem linken Flügel spielen. Und als nächstes haben wir Van Dijk zu Liverpool gegangen. Okay. Ich könnte mir vorstellen, dass er auf 84 springt durch den Winter-Upgrade. Und dann hat er wirklich eine sehr leckere Karte. Kann man sich auf jeden Fall geben. Verstärkt die Premier League, verstärkt Liverpool natürlich. Und als nächstes haben wir einen, der aus der Premier League gegangen ist, in die spanische Liga. Und dann ist es Diego Costa zu Atletico Madrid. Er hat jetzt schon in der kurzen Zeit für richtige Furore gesorgt. Hat ein Tor gemacht, direkt danach eine rote, gelb-rote Karte bekommen. Seine Karte wäre natürlich auch sehr interessant. Er hat zwar nicht die geilste FIFA-Karte, muss man sagen. Aber er wird, denke ich mal, auf jeden Fall den einen oder anderen Info bekommen. Und jetzt haben wir einen türkischen Spieler. Er ist wirklich richtig krank. Und das ist Tosso. Und er ist zu Everton gegangen. Für eine fette Ablösesumme. Ich schätze mal, ich glaube, es waren 25 bis 30 Millionen Euro, die Everton gezahlt hat an Beşiktaş und krasser Spieler. Schade finde ich, dass er jetzt gegen Bayern fehlen wird. Auf jeden Fall eine kleine Schwächung. Aber bei Everton wird er, glaube ich, durchdrehen und wird auf jeden Fall auch den ein oder anderen Info bekommen. Er wird natürlich das Rating von der CL-Karte übernehmen oder Team of the Group Stage-Karte. Und wenn er noch einen weiteren Info bekommt oder noch ein, zwei, dann hat er eine richtig geile spielbare Karte, die man sich auf jeden Fall geben kann. Und ich freue mich auf jeden Fall auch auf Tosun. Und jetzt haben wir noch so zwei potenzielle Kandidaten, die eventuell noch wechseln werden im Winter. Gibt natürlich noch viele andere. Und da haben wir zum einen Sanchez von Arsenal. Vielleicht geht er zur City, Pep Guardiola. Die Ola will ihn unbedingt haben. Sie ködern ihn mit richtig viel Gehalt. Und stell dich vor, er bekommt eine Once-to-Watch-Karte. Stell dich vor, er wechselt zu City. City hätte einfach wirklich so eine Übermacht im Sturm. Das ist, boah, das kann man gar nicht in Worte fassen. Wäre einfach zu sick und wir werden es einfach sehen. Und dann als nächstes haben wir noch Keita zu Liverpool. Keita ist im Sommer sowieso schon bei Liverpool. Könnte aber sein, dass er früher gekommen wird, weil Klopp will ihn jetzt unbedingt haben, weil natürlich Coutinho gegangen ist.
Jetzt brauchen sie dann im offensiven Mittelfeld auf jeden Fall wieder eine Verstärkung. Jetzt versuchen sie alles, um den halt dann früher zu Liverpool zu bringen. Bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das entwickeln wird. Also theoretisch könnte er auch noch jetzt wechseln. Das werden wir aber sehen, das ist nicht safe. Und jetzt seht ihr übrigens das vom letzten Jahr, Once to Watch Winter Tradable. Und das sind die Winterkarten. Man konnte auch eine SBC für die Sommer Once to Watch Karten machen. Jetzt ist der ganze Hase so, man musste eine Once-to-Watch-Karte eintauschen, dazu ein 83er bewertetes Team. Das heißt, Jungs, es ist wieder Zeit, um zu investieren, und zwar für 83er und 84er Karten. Dazu werden wir jetzt noch gleich ein paar Tipps und Tricks raushauen. Jetzt ist die Frage, wie bereiten wir uns darauf vor? Ihr habt gesehen, ich habe Forsberg schon mal gekauft, ich habe Dejan Lovren gekauft für die Player of the Month, habe ich ja schon öfter gesagt, lohnt sich auf jeden Fall. Dann habe ich Jonas gekauft. Jonas ist zum anderen eine gute Investition für KK. Dazu werden wir am Ende nochmal kommen, also bleibt auf jeden Fall dran bis zum Schluss. Und dann habe ich Spieler wie Jinji Kagawa geholt, dann Carvajal, Danilo Pereira. Dann habe ich hier noch Lingard in Form geholt, eben für den Spieler des Monats. Es kann sein, dass Lingard es wird und dann verkaufen wir den ganzen im Hype auf jeden Fall. Da werden wir Gewinn machen. Ich habe ca. 42.000 Münzen gekauft. Wenn er dann bestätigt wird, dann werden wir ihn auf den Markt stellen, bevor das Ganze in Ultimate Team vorhanden ist. Zumindest habe ich 3 Spieler gekauft. 2 davon werde ich im Hype verkaufen und einen werde ich dann verkaufen, falls man ihn tatsächlich für die SBC braucht. Aber es kann auch gut sein, dass man Lingard nicht brauchen wird und dann sinkt er richtig drastisch nach unten. Kann natürlich immer sein. Aber deswegen, Jungs, im Hype lohnt es sich immer zu verkaufen. Und ansonsten empfehle ich euch wirklich, die 83er zu kaufen, 84er wieder zu kaufen, aber nur die billigsten. Man braucht nicht viel Teamchemie. Das heißt, holt euch die ganzen Torhüter, holt euch vielleicht den ein oder anderen Mittelfeldspieler, der eine 83er hat, wie Kagawa, kostet aktuell 1.700 Münzen. Und ich denke mal, wenn die Once to Watch SBC rauskommt, werden die Preise wieder auf 2,5. Das finde ich realistisch, weil eben zu dem Zeitpunkt das Team des Jahres ist. Das heißt, die Preise werden natürlich nicht so hoch schießen, weil die Spieler ganz oft gezogen werden. Aber dennoch werden sie auf jeden Fall hochgehen, die Preise. Das heißt, 2,5, 2,6, 2,7 könnte man ungefähr rechnen. Könnte natürlich auch sein, dass sie 3.000 kosten, die 83er. Das werden wir alles sehen. Der Once to Watch Hype wird auf jeden Fall real sein, wenn Coutinho drin ist, wenn zum Beispiel Alexis Sanchez noch reinkommt und ein paar geile Kracher. Deswegen können wir uns darauf freuen. Und ich hatte mir vor kurzem noch Theo Hernandez geholt. In den habe ich investiert. 18.000 Münzen damals gezahlt. Jetzt ist er schon bei 23.000, 24.000 Münzen. Und jetzt ist halt die Frage, ob es sich noch lohnt, in den zu investieren. Ich würde mir eventuell noch 2-3 Stück für 22.000 bis 24.000 Münzen kaufen, weil er könnte noch ein wenig hochgehen. Vor allem im Hype wird er sowieso noch ein bisschen steigen. Es ist ja auch noch bis zum 31. hin, bis alle transferiert sind. Und dann, denke ich, wird das Once to Watch droppen. Das heißt, noch ungefähr einen Monat bis dahin. Vielleicht 3 Wochen. Wir werden sehen. Bis dahin wird er nochmal auf jeden Fall steigen, denke ich mal, weil man ihn eben braucht, um den Spieler dann einzutauschen. Und jetzt springen wir rüber zum Thema KK End of Era SBC. Ja, vor kurzem habe ich einfach mal auf Twitter, auf ein paar Foren so gestöbert und plötzlich sehe ich ein Leak, KK, dass er noch droppen wird. Ich meine, viele haben es sowieso schon befürchtet. Er hat seine Karriere beendet. Er ist einfach eine lebende Legende. Er war so ein geiler Spieler. Bei AC Mailand war seine Hochphase. Er hat, glaube ich, sogar einmal den Ballon d'Or gewonnen. Also der Typ hat es einfach drauf. Und warum sollte Pirlo eine SBC bekommen und KK nicht? Da habe ich mir auch schon gedacht, früher oder später wird EA das schon droppen. Vielleicht wollen sie es nicht gleich droppen, weil es dann irgendwie zu offensichtlich wäre oder so. Ich weiß es nicht ganz genau. Aber zum einen konnten ein paar Spieler im Dream Squad plötzlich KK sehen, der eine 92 bewertete Karte hat. Das heißt, das ist schon so ein kleiner Indiz gewesen. Dann haben wir hier noch theoretisch die Bedingungen. Ist ein Leak, Jungs. Das ist nicht hundertprozentig bestätigt. Es könnte sein, dass es die Tage einfach rauskommen wird. Vielleicht heute schon um 19 Uhr, vielleicht morgen, vielleicht übermorgen. Vielleicht auch nächste Woche Montag plötzlich oder so. Man weiß es nicht ganz genau. Aber es könnte wirklich gut sein. Und hier seht ihr, man braucht ein Brasilien-Team, ein Orlando-Team, was möglich ist, dass man 83er Brasilianer braucht, dass man Spieler aus Orlando City oder so braucht oder allgemein aus der MLS und dann auch aus der Calcio A, aus der Serie A quasi, dass man einfach hoch bewertete Spieler braucht, wie zum Beispiel Dzeko und so weiter und so fort. Da gibt es ja einige Kandidaten, die auch nicht zu teuer sind. Deswegen könnte man da rein, ich würde jetzt nicht unbedingt alle meine Münzen reinstecken, weil es eben wirklich nicht hundertprozentig sicher ist. Was man aber gut machen kann, einfach die Spieler mal einzeln kaufen. Dann hat man sie schon mal im Verein. Wenn die SBC kommt, kann man sie günstig abschließen. Aber ich würde jetzt da wirklich nicht empfehlen, die ganzen Münzen reinzuhauen. Wenn er kommt, dann ist es gut, dann haben wir uns gut vorbereitet, dann bekommen wir KK günstiger. Viele werden mich wahrscheinlich jetzt in den Kommentaren fragen, was der ungefähr kosten wird. Ich kann mir vorstellen, dass er auf jeden Fall teurer wird als Pirlo. Pirlo hat ca. 30.000 Münzen gekostet, 20.000, 30.000 Münzen. Und da musste man 3 Tore nach einem Lupfer machen. Ich denke, dieses Mal wird es ein bisschen anders sein. Ich könnte mir vorstellen, dass er zwischen einem Preis, ja, so 80 bis 100k kosten wird. Wäre, finde ich, sehr realistisch, weil seine Karte wird richtig überdope sein. Das Einzige, was bei ihm ein bisschen dramatisch ist, ist vielleicht genauso wie bei Pirlo einfach seine Ausdauer. Die ist wirklich so schlecht, denn seine normale Ausdauer ist schon bei 44, denke ich, ungefähr sowas war es. Und die wird vielleicht auf 60 oder so hochgehen. Das heißt, eine ganze Halbzeit ist mit KK auch nicht drin, wenn er rauskommen wird. Allerdings kann man den geil einwechseln und ist einfach ein richtiges
Prestige-Monster im Verein, den man unbedingt haben will. Das war's dann mit dem Video, Jungs. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich würde mich wirklich mega über eine Bewertung freuen. Schreibt einen Kommentar. Ich lese wirklich alles, beantworte auch wirklich fast alles, was ich kann. Und dann verpasst auf keinen Fall die Streams. Morgen wird wahrscheinlich der Spieler des Monats dann droppen. Werde ich auf jeden Fall dann direkt hochladen in der Früh, wann es halt rauskommt. Also könnt ihr auf jeden Fall die Glocke aktivieren, Freunde, dass ihr einfach nichts mehr verpasst. Könnt mich natürlich kostenlos abonnieren, falls ihr es nicht getan habt. Und dann sehen wir uns die Tage, sehen wir uns morgen. Bis zum nächsten Mal. Euer Tabak. Haut rein. Ciao.